Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin hier und begrüße euch zusammen mit meiner Wenigkeit. Ich bin leider ganz allein. Zu diesem neuen Projekt The Station. Ein Spiel, was ich vor einigen Wochen auf Steam entdeckt habe. Das befindet sich nicht mehr in der Early Access. Das ist jetzt fertig. Wundert euch nicht, das Game ist heute erst released. Das heißt, das ist noch auf Englisch. Und wir werden hier gemeinsam probieren, mit meinen mageren Englischkünsten, diese Raumstation ein wenig zu erkunden. Und genau, das wird mehr so eine Art Preview sein. Ich werde erstmal das Game 1, 2, 3 Parts ausprobieren, um mal zu gucken, wie das bei euch ankommt. Also vergesst nicht zu liken, damit ich sehe, hey, das Video gefällt euch, da kann ich weitermachen. Also das Projekt. Und genau, das ist das, was ich sagen wollte. Ja, habe ich auch nicht zu sagen. Gut, ich weiß, das ist so ein bisschen Survival, Erkundung, Science Fiction. Wir befinden uns, wie gesagt, hier auf dieser Raumstation. Boah, sieht schon richtig geil aus. Und die ist in Kontakt oder wird in Kontakt treten mit Außerirdischen. Und wir müssen uns hier ein wenig zurechtfinden. Wie gesagt, wundert euch nicht, das Spiel ist noch auf... Hallo. Wundert euch nicht, das Spiel ist noch auf Englisch. Weiß auch gar nicht, ob das überhaupt auf Deutsch erscheinen wird. Ansonsten könnt ihr es ja auch bei mir sonst gucken, ne? Gut, dann fangen wir doch mal an. Bewegen können wir uns eigentlich relativ normal mit der SD-Maustaste. Ah, hier geht's lang. Gut. Objekte hochheben mit linker Maustaste. Okay, und mit rechter Maustaste kann man das Ganze auch noch angucken. Richtig geil. Sag mal her, was steht denn da drauf? Eine Tetron-Zelle. Okay. Scan-Modification. Bla bla bla. Die Power-Zelle. Okay, wo müssen wir die hin tun? Die müssen wir irgendwo. Warte, hier. Initiating Scan. Power-Zelle. Power-Zelle. Sehr schön. Scan complete. Boah. Augmented Reality System. Also ich liebe ja Science Fiction. Neues Objekt hinzugefügt. Finde die Crew. Finde Aiden. Also wir müssen auf jeden Fall die Crew hier ausfindig machen. Wir befinden uns also nicht alleine auf dieser Raumstation. Wir wissen wahrscheinlich nicht so wirklich, was mit dem passiert ist. Aber ja. Nur richtig aufräumen können sie aber trotzdem mal. Ich meine, guckt euch das mal an. Wie geil das hier aussieht. Was ist das? Sieht aus wie diese Ventilatoren von Dyson. Kennt ihr die? Wo einfach nur so ein Kreis sind und dann... Keine Ahnung, wie die funktionieren. Was haben wir hier? Ein Becher. Das ist die Raumstation wahrscheinlich. Die heißt so. Was haben wir hier? Irgendeine... Frucht oder wahrscheinlich eine Frucht wird das sein. Genau. Ich will, glaube ich, noch ein klein wenig die Helligkeit ein bisschen hochdrehen. Oder nee, ist eigentlich okay so. Ich werde hier nicht einfach durchrushen gehen, also ich will das mal ein bisschen erkunden, weil das sieht halt schon richtig geil aus. Was ist das? Okay. Das scheint mir irgendein Buch zu sein. Wir können hier so relativ fast alles aufheben. Das ist irgendein Glas oder so. Oh, to the critics of this mission, I say it's not sufficient you voice your concerns of danger or ethics. If you are against progress in this moment, you must acknowledge that our very understandings of biology, chemistry, physics, even religion are thrown into question, and you stand in our way. Okay. Was haben wir hier? Benutzer 1, Benutzer 2. Wieder irgend... Das sieht aus wie so... Ich hasse so Löcherzeug, ey. Weg damit. Gut. Ist eigentlich noch relativ ruhig hier alles. Neues Objekt hinzugefügt. Power... Was war das gewesen? Ah, das ist wieder irgendein Buch. Kann ich das auch irgendwie angucken und lesen, was da drin steht? Nicht, gell? Nee, das geht nicht. Kein Signal gefunden. Oh, guck dich mal die Fische an. Richtig geil. Also wundert euch nicht, dass ich hier nicht alles durchlese. Wie gesagt, meine Englischkenntnisse sind relativ mager. Und ich kann wirklich nur so... Hä?
Ah, das scheint irgendein Kartenspiel zu sein. Man sieht hier irgendwelche Status, also die haben hier sieht man ja Mila und Aiden, die haben anscheinend gegeneinander gespielt und dann den Spielstand irgendwie. Das scheint irgendein Labor zu sein. Das ist anscheinend irgendwie so eine wissenschaftliche Raumstation. Wieso sind hier denn Sachen umgefallen? Hier ist irgendwas vorgefallen. Guck mal, ey, die Hand hat nur zwei Finger. Okay. Ah, man kann auch noch zoomen, wenn ich rechts gedrückt halte. Was ist das hier? Das ist, keine Ahnung. Sieht alles sehr, sehr Science-Fiction-mäßig aus. Oh, vielleicht können wir was trinken, Leute. Kann ich hier auch die ganzen Flaschen nehmen? Nee, das geht nicht. Oh, Cocktail mixen hier. Oh. Okay. Hier, ich will den da reintun. Geht das? Ja, so. Und jetzt will ich da irgendwo Start drücken. Nee, das geht nicht. Das ist übrigens die neue Kaffeemaschine von Nespresso. Mark 7350. Ich kann hier alles umwerfen. Oh, guck mal, wenn man das reinlegt, dann fängt es an zu schweben. Cool. Überall diese Bücher hier, aber lesen kann ich die nicht, ne? Oder allgemein aufmachen. Nee, ich kann die nur in die Hand nehmen. Okay. Aber wie gesagt, irgendwas ist hier vorgefallen. Die scheint an die, nee, wer war das gewesen? Mach nochmal auf hier bitte. Was stand da? Hier, genau. Der Aiden, der war wahrscheinlich so sauer, dass der da gerade sein Getränk verschüttet hat. Das könnte ein Aschenbecher oder irgend sowas sein. Okay. Was haben wir hier? Aufmachen. Ah, hier, Swing or Drug. Also ich kann das entweder so auf und zu machen, genau. Chip, chip. Jetzt habe ich... Jetzt habe ich den Strom ausgeschaltet. Kann ich den noch wieder anschalten? Oh, geil. Was steht... Okay, okay. Komme ich hier durch? Nö. Komme ich da durch, wenn ich... Nee. Okay. Nein, nein, ich will den Strom anschalten. So. Da hinten ist eine Tür, dann gehen wir doch mal da lang. Sind das irgendwie die letzten Gespräche, die die miteinander geführt haben, was hier steht? Kommunikation. Bitte aufmachen. Lounge Door. Geringe Energie. Ist das eine alte Station? Ah, ich muss den Strom ausschalten, um durch die Tür zu kommen. Haben wir auch sowas wie eine Taschenlampe oder so? Nicht, gell? Was? Ui! Was ist das? Was ist das denn? Da oben läuft ja einer. Gehört der zu uns? Oh, hier haben wir eine Map. Sehr schön. Inventar. Audio-Logs, das sind die, die uns angehört haben. I say it's not sufficient you voice your concerns of danger or ethics. If you are against progress in this Mila, moment, Silas you Aiden must acknowledge that our very understandings of biology, chemistry, physics, even religion are thrown into question, and you stand in our way. Gut. Hä? Bleibt das jetzt einfach in der Luft oder was? Ah, man kann das mit dem Tab wieder schließen. Hier hängen irgendwelche Kabel von der Decke. Befinden wir uns, haben wir einen Raumanzug an? Der da oben hatte ja einen Raumanzug, das ist jetzt die Frage. Ah, guck mal, hier war Mila drin, hier war wahrscheinlich Aiden drin. Und wie der andere hieß, weiß ich jetzt gerade nicht. Können wir da rein? Nee, können wir nicht. Okay. Also die sind auf jeden Fall nicht in ihren, in ihren Kapseln drin, ne? Sure, the aliens are a bit savage, but I see no need to condemn them for it. Think about us. Our people crawled out of a violent past, so I wager they too can change. Don't you? I doubt it. The past is always present.
Oh, so eine Stimme. Geil. Okay. Kann man hier auch nichts groß machen? Da ist ein Schuh drin. Da hat jemand seinen Schuh verloren. Hat ihn niemand gesehen. Kann ich den auch anziehen jetzt, oder? Ich kann Objekte nur hochheben und die so ein bisschen drehen, aber wirklich... Wirklich machen kann ich damit nichts, oder? Kann ich den wieder da reintun? Geht das? So? Und wieder zu? Geht das auch? Ja. Von wo sind wir nochmal gekommen? Von da hinten, ne? Genau, von der Tür sind wir gekommen. Schauen wir mal, was hier hinten ist. Geht die auf? Nee, die geht nicht auf. Was haben wir hier? Das ist wie beim Handy. Das ist so ein Muster wie beim Handy. Kennt ihr, ne? Ah, Iris hat sie eingezeichnet. Oh, was ist da drinne? Da ist noch ein Schuh. Aber dem Aiden sein Passwort, das wissen wir nicht, oder? Woher auch? Unsere Sicherheit liegt in deinen Händen. Bitte tu dieses Band, also nicht ab, man soll dieses Ding nicht abziehen. Mann, ich wüsste gerne die Codes von denen. Was haben wir hier? Ah, recycle, only. Ah, da kannst du Sachen, recyceln. Was haben wir hier? Was ist das? Das sieht aus wie so ein Handstaubsauger. Aber könnte auch eine Waffe, das ist eine Waffe. Kann ich die nehmen? Wartet mal, ich will mal schnell bei der Tastenbelegung, schauen. Nee, Quatsch. Nee, gibt's nicht. Dass man die irgendwie sich damit ausrüsten kann. Okay, was haben wir hier? Das habe ich mich erschreckt. Ist das irgendwas passiert? Ah, mit linker Shift kann ich rennen. Ich hasse es, wenn man rennen kann. Das habe ich schon bei der Nightfall gesagt. Das heißt, man muss vor irgendwas wegrennen, irgendwann mal vielleicht. Hä? Was ist denn jetzt auf die Tür? Ah, wir sind Aiden. Aidens Room. Ah, nee. Der Computer denkt, wir sind Aiden. Der hat einen Boxsack hier drin, cool. Um sich fit zu halten. Oh, irgendwelche Helme. Die sehen aus wie von Halo. Was haben wir hier? Ah, das sind diese Arme, wo wir vorhin gesehen haben. Ah, und man kann auch kriechen. Will aber nicht kriechen. Was haben wir hier? I never liked space. It's cold, lonely, and gives a man too much time to think. Time to think about what you've done and what you shouldn't have. Also der Aiden hat sich hier überhaupt nicht wohl gefühlt. Das, ich dachte gerade, das ist wieder eine Waffe, aber das ist nur so ein Akkubohrer, ist das? Okay. Da hat's wieder so Waffen. Aber die können wir ja nicht nehmen.
können alles am Boden werfen hier. So, das war beim Aiden. Gut. Wir haben ja vorhin jemanden gesehen, der da oben lang gerannt ist. Kann ich das aufmachen? Nee, das geht nicht. Überall diese Waffen, aber ah, das sind keine Waffen. Ach so. Ich dachte zuerst, das sind Waffen. Der holt das jetzt da raus, oder wie? Wenn ich da was drücke? Ja, komm, hol mal raus. Ah, da ist gar nichts, wo ich gedrückt habe. Der holt die Kisten dann hier so raus. Okay. Hier ist auch nichts wirklich. Oh, was haben wir hier? Cool. Hm? Ist das... irgend sowas mit Magneten? Was kann ich damit machen? Hallo? Hallo? Kann ich wirklich... wartet mal. Hoi. Ah! Das Ding muss ich irgendwie zusammenbauen hier. Die zwei Sachen haben wir schon. Replace E14 Voltage Regulator. Ist das nicht der gewesen? Nee, das war nicht der. Ich muss den zusammenbauen hier. Ah, und da sieht man auch, wo es hinkommt. Oder? Nee. Also, ich muss den E40 Voltage Regulator irgendwo finden. Der wird wahrscheinlich hier irgendwo liegen, nehme ich an. Ah, und dafür ist das Magnetding wahrscheinlich. Komm mal her. Nee, oder? Nee, warte, tu das mal bitte wieder hier hin. So. Das ist es hier auch nicht. Kann ich da auch... wo sind denn die Teile von dem? Open hier. Nee, da kann ich nichts aufmachen. Eine Taschenlampe wäre mal cool. Ein bisschen dunkel ist es schon in den Ecken. Das ist eine Toilette. Episode 1. Trinkspiel. Ah, das ist gar keine Toilette, das ist einfach nur so ein Sitz. Das sah aus wie eine Toilette gerade eben. Okay. Okay, okay. Ich will den zusammenbauen. Was haben wir hier? Ich weiß es nicht. Das scheint wieder irgendwie so... keine Ahnung was sein. Ob die Dinger da drinnen sind? Wartet mal. Are you okay? Dem... oh, guck mal, der hat ja 1, 2, 3... der hat 4 Arme. Darf ich nochmal gucken? Mhm. Der muss repariert werden. Okay, 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 okay. Aber hier ist nichts. Okay, dann gehen wir mal nach da oben. Ich sag tausendmal okay. Return tools to retrieve ID bracelet. Oh, hier haben wir Teile. Warte mal. Oh, nee. Ah, das ist so ein Armband vom Aiden. Das will ich haben. Hier sind Waffen. Können wir nicht rausnehmen. Da kommen wir auch nicht dran. Das sind, glaube ich, Feuerlöcher sind das. Oh, die Zeit rennt uns davon.
Okay, Leute, ich glaube, ich muss an dem Part jetzt erstmal Schluss machen. Und, ja, wie gesagt, ich hoffe, euch gefällt's. Wenn ja, gebt mir doch mal einen Daumen nach oben, um mir das zu zeigen, dann kann ich auch weitermachen. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Vergesst nicht, mich ein bisschen zu supporten, mich zu abonnieren oder, keine Ahnung, ein nettes Kommentar zu schreiben, die mich ja motivieren. Und ansonsten würde ich sagen, habt einen schönen Tag, haltet die Ohren steif, Leute, euer Nier und ciao!